Mein kleiner Lagebericht beschäftigt sich am Anfang damit, dass wir viele Jubiläen feiern. 50 Jahre 1968, also 50 Jahre Medico, 400 Jahre 30-jährigen Krieg haben wir gerade gefeiert. 200 Jahre Geburt von Karl Marx mit sehr unterschiedlicher Qualität der Beiträge, die man so zu hören gekriegt hat. Und ich möchte noch ein Datum anknüpfen, den 1. Januar 2018 sollten wir nicht aus dem Auge verlieren. Das war ein historischer Tag für uns alle und wir haben es nicht gemerkt, es ist auch kaum beschrieben worden. Am 1. Januar 2018 hat zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland etwa 10 Stunden lang die gesamte Stromversorgung der Bundesrepublik ausschließlich aus regenerativen Energien bestanden. Das war noch nie da. Das wäre vor 20 oder vor 25 Jahren ein Anlass gewesen, jemanden zum Therapeuten zu schicken, der das vorgeschlagen hat. Und wenn man bedenkt, dass das alles gegen heftige und energische Widerstände passiert ist, und wir haben es nicht zur Kenntnis, wir müssen das bisschen, was es zu feiern gibt, sollten wir dann auch machen. Sowas wie heute zum Beispiel. Es ist motivationspsychologisch ganz wichtig. Möchte ich mal an der Stelle gesagt haben. Ja. So, jetzt wieder zum Rest, meine Damen und Herren. Wo geht's lang? Wo geht's hin? Ich habe Ihnen einen kleinen Zeitungsausschnitt mitgebracht. Der ist auch nicht lang, den ich Ihnen vorlesen möchte. Anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Marx haben viele Leute geschrieben und Slavoj Žižek hat dazu einen kleinen Aufsatz verfasst und einen kleinen Auszug will ich Ihnen vorlesen. Er hat sich damit beschäftigt, dass die Gedanken darüber, wie dieser in eine Krise sich selbst hineinarbeitende Kapitalismus, wie der danach aussehen könnte, sagt er, es befremdet ihn etwas, dass ausgerechnet von Leuten wie Elon Musk und Mark Zuckerberg Entwürfe eines postkapitalistischen Gesellschafts- oder beziehungsweise Wirtschaftssystems kommen. Das beunruhigt ihn etwas. Er hat dazu Folgendes geschrieben. In der Schlussszene des Films V wie Vendetta marschieren tausende unbewaffnete Londoner mit Guy Fawkes-Masken auf das Parlament zu. Das Militär, das keinen Befehl hat, die Menge aufzuhalten, lässt sie zum Parlament ziehen und das Volk übernimmt die Macht. Ein netter, ekstatischer Moment, wie ich finde. Doch ich würde meine Mutter auf dem Sklavenmarkt verkaufen, um V wie Vendetta Teil 2 sehen zu können, den es noch nicht gibt. Wie geht's am nächsten Tag weiter? In welcher Form wird das siegreiche Volk dann den Alltag neu organisieren? Das fände ich spannend. Wie wird ein radikaler Umbau der Gesellschaft dann aussehen? Ganz sicher nicht wie der triumphale Sieg und schon gar nicht wie die Katastrophe, die in den Medien immer diskutiert und an die Wand gemalt wird. Ich fürchte, sie kommt eher wie ein Dieb in der Nacht. Und dann zitiert er Paulus den Brief an die Thessalonicher. Ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Während die Menschen sagen, Frieden und Sicherheit, kommt plötzlich Verderben über sie wie die Wehen über eine schwangere Frau und es gibt kein Entrinnen. Das fand er eine Pointe, ja? Das ist auch eine, finde ich auch. Die Frage ist, sind wir da schon drin? Ist das schon so? Ich stelle mir die Frage und Ihnen auch nicht gerne, aber das kann man nicht ausschließen. Wenn Sie in die Zukunft schauen wollen, eine kleine flapsige Einlage, dann gucken Sie im Privatfernsehen Simpsons. In den Simpsons sind viele der Dinge, die uns heute beschäftigen, 10 oder 15 Jahre vorher vorweggenommen worden. Es gibt eine legendäre, auf YouTube zu sehen, eine legendäre Folge der Simpsons, wo Homer Simpson in einem Albtraum nachts in der Frisur von Donald Trump aufwacht. Und da sitzt, während der Präsident wird. Und Lisa, glaube ich, heißt sie, die Kleine aus der Simpsons-Familie, die wendet sich dann dagegen und versucht nach ihm, nach seinem Abgang Präsidentin zu werden. Sehr sehenswert. Und also diese Folge ist jetzt nicht 2, 3 Jahre alt, die ist 15 Jahre alt. Da war der noch eben als Schmierenkomödiant unterwegs. Ja. Es gibt auch eine Folge von Simpsons, die vor 20 Jahren vorweggenommen hat, die Royal Hochzeit. Letzte Woche, die Italiener in einer Umfrage vor 3 Tagen für das Ereignis gehalten haben, was sie am meisten interessiert im Augenblick. Die Royal Hochzeit. Es ist unfassbar. Ja? Eigentlich, na, ich sag's nicht. Ich wollte sagen, da ist geschildert, wie ein
wie eine gemischtfarbige aus den USA mit einem völlig bescheuerten Vater einen von der königlichen Familie in England heiratet. Mit allen Komplikationen, alles schon bei Homer Simpson. Und vor 4 Tagen lief eine Folge von Simpsons, die hieß Homageddon. Da beschäftigt sich Homer Simpson mit Armageddon. Und das, meine Damen und Herren, das ist jetzt keine Besonderheit von Homer Simpson, aber der beschäftigt sich damit. Und Armageddon, falls Sie nicht wissen, was es ist, das ist nicht schlimm. Aber wenn es kommt, werden Sie es merken. Armageddon ist die letzte große Schlacht. Und es gibt in den 3 großen Weltreligionen Abteilungen dieser Weltreligionen, die von Armageddon schwärmen und darauf hinarbeiten. Die evangelikalen Fundamentalisten in den USA haben viele Verlage. Das meistverkaufte Buch in den USA überhaupt, einschließlich aller anderen, ist ein Buch eines evangelikalen Verlages über Armageddon, über die letzte Schlacht der Menschheit. Die religiösen Fanatiker, die orthodoxen Juden, träumen auch von Armageddon. Und die religiösen Fanatiker des Islam träumen ebenfalls vom Armageddon. Sie träumen denselben Traum und sie träumen das Schlachtfeld in der gleichen Gegend. Das Schlachtfeld bei denen ist immer das Gebiet Irak, Syrien, das alte Zweistromland. Da entscheidet sich das Schicksal der Menschheit. Gott wird da mit dem Blut der Menschheit alles sauber machen. Und es gibt Leute, die das nicht nur glauben, sondern darauf hinarbeiten. Sie sind in der nächsten Umgebung des amerikanischen Präsidenten. Der ist nicht die Ursache einer solchen Katastrophe. Er ist die Folge einer Entwicklung und er passt da rein und beschleunigt das Ganze. Wenn Sie bedenken, was im Augenblick passiert, nach all dem, was wir gerade über Syrien gehört haben, die Israelis und die Mullahs im Iran sehen das Schlachtfeld eines zukünftigen Krieges am ehesten in Syrien. Die Revolutionsgarden, die nicht dem Rouhani unterstehen im Iran, die haben die Israelis auf den Golanhöhen angegriffen und zwar nur in dem Abschnitt, der nicht zu israelischem Staatsgebiet gehört, sondern von Israelis besetztes Gebiet sind. Die Israelis haben zurückgeschlagen, alle ihre Angriffe, die sie immer wieder von neuem anfangen und die wir auch mehr werden, die sind alle auf iranische Milizen, von denen die Iranis behaupten, die gibt es gar nicht, die Revolutionsgarden sind in Syrien, die greifen nicht den Iran an, sie greifen in Syrien iranische Truppen an. Der Netanyahu sagt etwas, was eine verblüffende Ähnlichkeit hat mit einer Äußerung des deutschen Generalstabes im Sommer 1918. Er sagt, wenn es ein Krieg sein muss, dann sollten wir ihn bald führen. Exakt diese Auffassung hat der deutsche Generalstab vertreten. Die haben gesagt, wir wollen keinen Krieg, aber wenn er sein muss, wenn es sich dahin entwickelt, dann sollten wir gleich damit anfangen. Jetzt haben wir noch eine Chance, ihn zu gewinnen. Und dasselbe sagte, und sie werden es, und die Amerikaner gucken zu, unter Umständen auf eine Zuspitzung hintreiben. Und wir sind, also wir jetzt, meine ich, in meiner Überlebenszeit, 1963 und Anfang der 80er Jahre, durch puren Zufall einem atomaren Weltkrieg entronnen. Weil zufällig, mit großem Zufall an den Stellen 2 Leute, einmal bei der Kuba-Krise richtigen Leute, dem Einhalt geboten haben und einmal war es ein russischer Oberst, der in den 80er Jahren die Vernunft hat walten lassen und hat Befehlsverweigerungen getrieben und nicht die geballte sowjetische Nuklearmacht auf die Amerikaner losgelassen, weil er dachte, die greifen nicht mit 4 Raketen an die Amerikaner, wenn dann mit allen. Und hat dann gesagt, nein, das gebe ich nicht weiter, wir machen es nicht. Der ist erst vor 2 Jahren in Deutschland mit einer Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet worden. Die Russen haben das totgeschwiegen. Wir haben nicht immer so viel Glück. Wir sollten es auch nicht herausfordern. Und was machen wir? In Syrien haben wir Gelegenheiten verpasst. Weil das so eindrücklich war, sage ich es nochmal. Im Jahr 2012 hat der damalige finnische UN-Sondervermittler Martti Ahtisaari mit den Amerikanern, den Engländern und den Franzosen, damals unter Führung von Sarkozy, ein Gespräch geführt, weil der russische Gesandte aus Moskau, direkt von Putin kommt, ihm mitgeteilt hat, die Russen hätten ein Interesse, in einer Vereinbarung den Konflikt in Syrien zu beenden. Man müsse einen Weg finden, wie man Assad außer Landes schafft.
möglichst bald, aber mit einer Übergangsphase. Den Russen ging es ja primär um ihre Stützpunkte, die sie erhalten wollten, ihren Status, dass sie im Mittelmeer Militärstationen haben. Das hätte man ihnen geben sollen, die hatten sie schon. Und der Westen, unter Führung der Amerikaner und die Franzosen, Engländer, haben den Russen gesagt, wir brauchen eure Vermittlungsdienste nicht und auch die von Atassari nicht, weil Assad hat keine 6 Monate mehr, dann ist er militärisch besiegt und dann können wir das nach unseren Vorstellungen neu aufbauen, das Land. Das ist eine. Das zweite, was Syrien betrifft, ist diese Flüchtlingswelle, die aus Syrien nach Deutschland kam und bei uns das Thema am Stammtisch neu kreiert hat. Diese Flüchtlingswelle war absehbar. Alle nationalen, internationalen Hilfsorganisationen, Medico, alle haben die Regierungen Europas darauf hingewiesen, dass die Flüchtlingszentren außerhalb von Syrien an der Grenze hoffnungslos unterfinanziert sind und zwar zu 2/3 unterfinanziert. Und wenn nicht schnell viele Gelder da reingesteckt werden, dann setzen sich die Leute aus diesen Lagern in Bewegung. Das war bekannt. Und es ist nichts passiert. Deswegen ist diese Behauptung, dass unsere Bundeskanzlerin Politik auf Sicht fährt in schweren Zeiten, falsch. Sie ist nicht auf Sicht gefahren, sie hat die Augen zugemacht beim Auf Sicht fahren. Und das ist nicht gut. Ja? Es war zu sehen, dass das schief geht und es ist nichts gemacht worden. Der Schellnhuber vom Potsdamer Klimaforschungsinstitut, der hat ein Interview gegeben, der ist ein unglaublich gescheiter Mann, wo der die Überzeugung hernimmt, dass Angela Merkel im entscheidenden Moment dann doch immer das Richtige macht, verstehe ich nicht wirklich. Der hat da einen blinden Fleck. Der hat gesagt, ja, sie hat ja 2-mal das Richtige gemacht mit den Flüchtlingen, das war eine richtige Entscheidung, und mit der Entscheidung, die deutschen Kernkraftwerke dicht zu machen, auch. Aber denen sind Fehler derselben Personen vorausgegangen. Es gab eine grün-schwarze Vereinbarung mit der deutschen Energieindustrie, die Kernenergie im gegenseitigen Einvernehmen einschlafen soll und zu beenden. Die hat sie mit der FDP umgewandelt, weil die Konzerne ihr viel versprochen haben und sie wollten guten Wetter machen. Und dann hat sie es unter dem Druck von Fukushima geändert, weil sie Angst vor den Wählern hatte. Übrigens, Kretschmann wäre heute kein Ministerpräsident in Baden-Württemberg, wenn Fukushima nicht explodiert wäre. Scheinbar müssen immer unheimliche Katastrophen passieren, damit dann hinterher was Vernünftiges passiert. Der Mappus wäre heute noch Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Einer der größten Luschen, die weit und breit frei rumgelaufen sind. Der wäre heute noch Ministerpräsident, wenn Fukushima ein halbes Jahr vorher explodiert wäre. Die Umfragen waren völlig eindeutig. Es gab noch ein Zeitfenster von ein paar Wochen, in denen hatten die Grüne Chance und die haben sie, und da ist der Kretschmann geworden. Das bitte ich zu bedenken. Ja, wenn viele von uns, ich lebe in Baden-Württemberg, bei Kretschmann nur noch stöhnen und die Augen zu rollen. Ja, das ist ein erzkonservatives Land, das sowas wie den Kretschmann noch nie in einer Position gesehen hat, weil das Land gehörte immer der CDU. Und jetzt gehört es ihnen nicht mehr. Und der Schwiegersohn vom Schäuble, der Ströbel, der gilt als links in der CDU. Wir haben noch nie in der Geschichte der CDU eine Jugendorganisation der CDU gehabt, die rechts von der Partei steht. Das bitte ich zu bedenken. Der RCDS, die Älteren können sich erinnern, ja? Das war praktisch der CDU-Ausleger an den Universitäten. Die waren für CDU-Verhältnisse fast unerträglich links früher. Die junge Union stand links von der CDU, ist ein blöder Begriff, ja, aber sagen wir mal zwischen der CDU und der Mitte. Aber heute steht die stramm rechts von der CDU. Es kommt nichts Gescheites auf uns zu. Und zum Abschluss noch die Frage, laufen wir auf einen Krieg zu? Oder hat er schon angefangen? Dazu noch 2 Anmerkungen. Erstens, es wäre die Frage, was denn für ein Krieg? Ich habe 5 Jahre lang jeden Abend, den ich auf der Bühne war, immer Warren Buffett zitiert, die Ikone der großen Investmentfonds, der König der Investmentfonds, der erfolgreichste Investmentmanager aller Zeiten. Der hat im Jahr 2006 der New York Times ein Interview gegeben und die haben ihn gefragt, Mr. Buffett, was ist aus Ihrer Sicht der zentrale Konflikt unserer Zeit? Und dann hat er gesagt, das fragen Sie noch? Das liegt doch auf der Hand. Das ist der Krieg zwischen Reich und Arm.
Meine Klasse, die Reichen, haben diesen Krieg angefangen und sie werden ihn gewinnen. Dasselbe Warren Buffett übrigens, der diese grandiose Definition erfunden hat, dass diese verborgenen Finanzmittel und Dinger, die es da gab, Swaps und was alles, er hat gesagt, das sind finanztechnische Massenvernichtungswaffen. Und mit denen werden wir den Krieg gewinnen. Von daher sind wir schon im Krieg. Wie der nächste Krieg aussehen wird, wissen wir auch nicht genau. Das, was wir hier als Kasperletheater in Deutschland erleben über nicht taugliche Waffensysteme, wird in 10, 15 Jahren nur noch lächerlich sein. Mit einem noch größeren Tempo, als dem Tempo, mit dem autonomes Fahren mit PKWs vorangetrieben wird, wird das autonome Kämpfen von selbstständig agierenden Kampfmaschinen vorangetrieben. Der Versuch, das rechtlich einzuhegen, hängt um Jahrzehnte hinterher. Barack Obama hat damit schon angefangen. Er hat die amerikanischen Soldaten heimgeholt und hat den Drohnenkrieg ausgeweitet, der erkennbar auf dem Bildschirm unblutig ist für Amerikaner, woraus interessante Fragen erwachsen. Wenn der Pilot, ein ausgebildeter Pilot, der eine Drohne in Afghanistan oder Pakistan in ein Ziel steuert und damit Gegner, vermeintliche Gegner tötet, wenn der nach Dienstende, nach der Frühschicht heimfährt, um seine Tochter vom Kindergarten abzuholen und dann mittags essen zu gehen, wenn der auf der Fahrt erschossen wird, was ist das? Mord? Oder ist das im Krieg das Töten eines Gegners? Rechtlich ziemlich ungeklärt in den USA. Die haben auch andere Probleme. Das wollte ich angesprochen haben, weil ich sagen wollte, die Lage ist, auf Deutsch gesagt, für uns im Alltag ganz günstig, aber es ballt sich was zusammen. Wir merken das auch alle. Und wir sollten dafür sorgen, dass wir, wenn nicht Leute wie wir, dafür sorgen, dass die Themen nicht wieder auf Sündenböcke abgeleitet werden, die ja erkennbar gesucht werden. Kleines Beispiel noch, Christian Lindner, den wir alle sehr ins Herz geschlossen haben, hat vorige Woche ein Beispiel gebracht, wenn in der Schlange beim Bäcker da einer steht, erkennbar kein Deutscher, und da weiß man jetzt nicht, ist das ein guter Ingenieur aus Indien, den wir noch nicht richtig integriert haben, oder ist das womöglich einer, der sich hier Asyl erschleicht und zu Unrecht geduldet oder noch nicht mal geduldet ist. Das ist schon ziemlich lausig. Bei dem Shitstorm, den er erlebt hat, hat er dann hinterher gesagt, das hätte ihm ein Freund erzählt, das wäre vielleicht ein bisschen flapsig von ihm gewesen, dass er das so erzählt war, das täte ihm leid, wenn das falsch, in falschen Hals gekommen wäre. Ein Kollege von mir, Urban Priol, hat mich am nächsten Tag angerufen und hat gesagt, du, weißt du was, das hat ja schon mal gebracht, die Nummer. Dem Urban Priol ist aufgefallen, dass er sich vor etlichen Jahren über Christian Lindner aufgeregt hat und dann hat er in seinen Kladden nachgeblättert und hat gefunden, dass Christian Lindner genau die gleiche Geschichte mit der Schlange beim Bäcker vor vielen Jahren schon mal über Hartz-IV-Empfänger erzählt hat. Genau dieselbe Geschichte. Und das ist das Prinzip. Hartz-IV-Empfänger, Griechen, Faule und jetzt das Ideal, Fremde. Und dann auch noch im eigenen Land, wo man sie sehen kann. Dem dürfen wir uns nicht beugen. Die Bertelsmann Stiftung, die völlig unverdächtig ist, dass sie auf der linken Seite der Gesellschaft operiert. Ja. Die Bertelsmann Stiftung hat in der letzten Umfrage zum Zusammenhalt in der Bevölkerung rausgekriegt, 3/4 der Bevölkerung sind der Meinung, dass der Zusammenhalt in der Bevölkerung bedroht ist. 2/3 sagen, in ihrem persönlichen Umfeld geht es ihnen gut. Sie finden sich nur in ihrem persönlichen Umfeld nur zu 7% unmittelbar bedroht, wenn überhaupt. Und sie sagen, eigentlich ist das Kernproblem, das wir fürchten, die ungleiche Verteilung des Wohlstandes von Arm und Reich. Also wenn das Thema so auf dem Tisch liegt und Stefan Lessenich hat es ja ausführlich dargelegt, dann sollten wir darüber diskutieren, ob wir die Hoheit an den Stammtischen jemals kriegen, weiß ich nicht. Aber wir sollten nicht zulassen, dass die Hoheit über allen Tischen tatsächlich von den Rechten gesteuert wird. Weil sie steuern es und es ist nicht wirklich die Sorge der Menschen. Dieser erbauliche Schluss leitet über zur Musik. Ich hatte 10 Minuten, ich fürchte, ich habe das überzogen. Ich wollte nur sagen,
was machen wir in der Zeit, die überbleibt? Hier sitzen viele in meinem Alter und ein bisschen jünger. Wenn man sieht und hört, was diese Leute, unter welchen Bedingungen die sich abstrampeln, dann haben wir allen Grund, was haben wir zu verlieren? Unser Leben, Existenz? Nein. Wir haben Ärger zu kriegen, wir können blöd dastehen, das sollten wir riskieren und uns auf die Socken machen, damit nicht nur die jungen Leute in den Seminaren da sitzen und dann losgehen, wir sollten sie unterstützen. Das wäre unsere Restlaufzeit-Daseinsberechtigung und darum bitte ich ausdrücklich, ich danke für eure Aufmerksamkeit.